Auf dem Weg zur Feldherrnhalle. Lebenserinnerungen an die Zeit des 9.11.1923 mit Dokumenten in 5 Anlagen von General Ludendorff 1937. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Wie kam ich am 9.11.1923 auf dem Weg vom Bürgerbräukeller durch die Straßen Münchens zur Feldherrnhalle und mit anderen völkischen Deutschen in die vorderste Reihe des völkischen Zuges, auf den an diesem Tage mittags Landespolizei von der Feldherrnhalle her, aus der Residenz und quer über die Straße stehend, das Feuer schlagartig eröffnete? Wie kam ich dahin, ich, der wenige Jahre vorher im Weltkriege vor Lüttich im Osten und dann in der obersten Heeresleitung Träger der Kampfhandlung und der Kriegführung war? Welch ein Abstieg, hieß es, auch ich hätte jetzt meine Feldherrenehre besudelt oder meine Zukunft preisgegeben. Wie rückten die oberen 10.000, die gute Gesellschaft, weite Offizierskreise und alles, was ich deutsch-national nannte, mit Achselzucken von mir ab? Der Hetze der Hörigen, der überstaatlichen Mächte und dieser selbst, des Juden, Freimaurers und Roms und aller okkulten Orden gar nicht zu gedenken. Damals galt es nicht nur in den Augen dieser Mächte und ihrer kläglichen Werkzeuge als ein Verbrechen, völkisch zu sein und sich für völkische Belange mit anderen Deutschen, die damals noch keinen Namen hatten, einzusetzen. Doch wie kam ich an die Spitze jenes Zuges, der zwischen Residenz und Feldherrenhalle am 9.11.1923 mittags unter dem schlagartig einsetzenden Feuer der Schutzpolizei ein so ernstes, aber doch so ehrenvolles Ende fand? Hier die Antwort. In dem Vorwort von »Meine Kriegserinnerungen«, die ich in Schweden im Winter 1918-19 verfasste, stehen nachstehende Sätze. Die Kriegserinnerungen sollen von den Taten des deutschen Volkes und Heeres erzählen, mit denen mein Name für alle Zeiten verbunden bleiben wird. Sie schildern mein Streben und geben Kunde von dem, was ich im Völkerringen erlebte. Es war dies das Kämpfen ohnegleichen, das Dulden, das Erlahmen des deutschen Volkes. Noch hat der Deutsche die Zeit zum Selbstbesinnen und zur Einkehr nicht gefunden. Es lastet zu viel auf ihm, und doch kann er sich stolz aufrichten an den gewaltigen Taten seines Heeres und den Leistungen daheim. Aber er hat keine Zeit zu verlieren, aus den Geschehnissen, die zu seinem Unglück führten, zu lernen. Denn die Weltgeschichte schreitet unerbittlich weiter und zertritt die Völker, die sich in Uneinigkeit selbst zerfleischen. Ich schloss meine Kriegserinnerungen wie folgt. Am 27. mittags war ich im großen Hauptquartier, nachmittags verabschiedete ich mich. Ich war bewegt. Meine Herren und die Armee in diesem schweren Augenblicke zu verlassen, griff mich an. Bei der Auffassung, die ich von meiner Stellung als Offizier gegenüber meinem allerhöchsten Kriegsherrn hatte, konnte ich nicht anders handeln, als ich es tat, so unendlich schwer es mir wurde. Ich bin in meinem Soldatenleben nur einen Weg gegangen, den geraden Weg der Pflicht. Es hat mich nur ein großer Gedanke bewegt, das war die Liebe zum Vaterlande, zur Armee und zu dem angestammten Herrscherhaus. Ihnen hatte ich gelebt, auch diese letzten 4 Jahre. Mein Streben war allein, den Vernichtungswillen des Feindes zu brechen und Deutschlands Zukunft vor neuen feindlichen Angriffen zu sichern. Am 27. Oktober stand ich in Spaa in voller Manneskraft am Ende einer militärischen Laufbahn, die mir ein ungeheures Schaffensgebiet gebracht hatte, aber auch eine Verantwortung, wie sie nur wenigen Menschen auferlegt ist. Abends verließ ich Spaa. In Aachen suchte ich mein erstes Kriegsquartier auf. Ich dachte an Lüttich, ich hatte dort meinem Mann gestanden und mich seitdem nicht geändert. Meine Muskeln strafften sich, ich kehrte zurück in die Heimat. In Deutschland brach sehr bald nach meiner Verabschiedung die Revolution aus. Ich war dort überständig geworden und ging nach Schweden, um hier durch das Schreiben meiner Kriegserinnerungen in einer Zurückgezogenheit, die ich in dem damaligen Deutschland nicht finden konnte, dem Volke den ersten Dienst in der Nachkriegszeit zu erweisen.
Nach Rückkehr in die Heimat fügte ich meinen Kriegserinnerungen noch ein Nachwort ein. Die letzten Ausführungen geben unter anderem Nachstehendes. Das Schicksal des deutschen Volkes ist durch den Frieden für die Gegenwart vollendet. Dunkel liegt die Zukunft vor uns, hell leuchtet nur die Tat der Männer von Scapa Flow in sie hinein. Alle Gaukelbilder sind zerronnen, die Massensuggestion beginnt zu schwinden. Wir sehen ein Nichts. Sich selbst belügen, reden, hoffen auf andere oder auf Phantome, Mut allein in Worten als Vertröstung für die Zukunft und Schwäche in der Gegenwart helfen uns nicht, wie sie uns nie geholfen haben. Anderes ist nötig. Unerschrockenes Denken und männliches Handeln jedes Einzelnen und doch selbstloses Unterordnen durch Zurückstellung des eigenen Ichs in nationaler Manneszucht sind Erfordernis. Sie allein können uns die völkische Würde wiedergeben, deren Rückgewinnen Vorbedingung deutschen Auferstehens ist. Sie sind das erste Gebot. Liebe zur Scholle und zum Handwerk, Liebe zur Arbeit und unermüdliche Schaffensfreudigkeit, eiserner Fleiß, freie Betätigung im Wirtschaftsleben, gepaart mit Rücksicht auf den Nebenmenschen, vertrauensvolles Zusammenwirken von Arm und Reich, von Hand und Kopf, verkörpert in einer Arbeitspflicht, Freiheit für ehrliche Arbeit sind die Grundlagen deutscher Werte und die Voraussetzung neuen Aufstiegs. Sie sind das zweite Gebot für uns. Pflichttreu, redlich und wahrhaftig, mutig muss der Deutsche wieder werden, sittlicher Ernst ihn beherrschen, das ist das dritte Gebot. Fichtes Wort, dass Deutschsein und Charakter haben ohne Zweifel gleichbedeutend sind, muss wieder Wahrheit werden. Nur das gibt uns die Selbstachtung wieder und nur durch sie erzwingen wir uns die Achtung anderer. Gewaltig waren unseres Volkes Leistungen während der vier Kriegsjahre. Sie geben beredtes Zeugnis von den in uns wohnenden, heute von der Revolution verschütteten Kräften. Ein Volk, das solches vollbracht, hat das Recht zum Leben, möge es jetzt die Kraft haben, die Schlacken zu beseitigen, die es auf sich gehäuft, möge es die Männer finden, die verantwortungsfreudig wie die Führer im Felde mit starkem Wollen und hartem Willen es leiten und dem niedergetretenen Volksleben frischen und kräftigen Odem geben. Männer, die mit vertrauensvoller Gefolgschaft der Besten des Volkes in schöpferischer Tat die nationalen, schaffenden Kräfte einen. Nach den aus meinen Kriegserinnerungen wiedergegebenen Sätzen habe ich nach meiner Dienstentlassung am 26.10.1918 meiner Vergangenheit in der Vorkriegs- und Kriegszeit entsprechend ohne Verzug gehandelt und in ihrem Sinne gewirkt. Durch die ungeheure Hetze, die gegen meine Person aus Furcht vor ihr aufgeboten war, ließ ich mich nicht hemmen. Es wurde hingestellt, als wenn ich, der vor und im Weltkriege alles für die Möglichkeit eines Sieges getan hätte, schuld an dem Ausgang dieses Krieges wäre. Es musste dem Worte Rathenaus entsprochen werden. Es ist uns noch im letzten Augenblick gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu werfen. Ich kümmerte mich auch nicht um die Sabotage, der mein Wirken überall begegnete, und stellte bei meinem Handeln immer klarer und eindringlicher die Fragen, wie es denn wirklich dem Volke und dem deutschen Menschen, und um diesen handelte es sich für mich immer mehr, grundlegend zu helfen. Was ist ihnen anstelle von leeren Versprechungen zu geben? Wodurch können die Deutschen in ihrer Gesamtheit wieder wehrwillig werden und sich zu einem Volk zusammenfinden, dessen Geschick nie wieder durch einen Zusammenbruch, wie wir ihn im Weltkriege erlebt haben, gefährdet ist? Immer eindringlicher dachte ich dabei über die Frage nach, wie kam es, dass der Sieg dem deutschen Heere und dem deutschen Volke nicht wurde und mir aus der Hand gewunden werden konnte? In vielem sah ich hierüber klar, worin werde ich noch zeigen. Vieles war noch in Dunkel gehüllt. Ich war mir bewusst, dass ich mich auf Gebiete begab, in denen ich zu erforschen noch viel Einblick zu gewinnen hatte. Zeit war nicht zu verlieren. In dem ersten Teil des dritten Bandes meiner Lebenserinnerungen spreche ich eingehend über meinen Lebens- und Werdegang gleich nach dem Weltkriege. Aus dem Feldherrn wurde ein Weltrevolutionär, der einen Kampf führte, der eine noch größere weltgeschichtliche Bedeutung hat, als sie schon dem Weltkriege innewohnt. In diesem Lebens- und Werdegang kam ich auf dem Weg zur Feldherrenhalle in die Straßen Münchens.
Ich muss die Leser zunächst zurückversetzen in jene Zeit der Revolution und des Zusammenbruches um die Jahreswende 1918-19 und zu Beginn des Jahres 1919. Der römische Erzberger hatte mit Zustimmung der obersten Heeresleitung den fluchwürdigen Waffenstillstand abgeschlossen. Im Westen standen die Feindtruppen in besetzten Gebieten und vergewaltigten deutsche Menschen. Im Osten war die Grenze aufgerissen. Der Pole war eingerückt, weiteres Gebiet sollte verloren gehen. Im Inneren Deutschland herrschten Revolution und Chaos. Die verjudete Sozialdemokratie rang gegen die unabhängige, noch mehr verjudete Sozialdemokratie um die Macht. Das römische Zentrum fischte im Trüben. In Berlin fanden täglich Straßenkämpfe statt. Weite Gebiete Norddeutschlands und Bayerns waren in kommunistischer Hand. Arbeiter- und Soldatenräte herrschten überall. Das Heer wurde demobil gemacht. Bei der Berührung mit der Heimat verfiel es in großen Teilen sehr bald der Auflösung. Einige Truppenteile blieben zusammengehalten, Freikorps bildeten sich. Mit den Resten des alten Heeres und diesen Freikorps konnte wenigstens äußerlich die Ordnung hergestellt werden. Aber zufolge der verderblichen Absichten der sozialistischen Regierungen und der regierenden Parteien, der Zerrissenheit des Volkes, des unheilvollen pazifistischen Wirkens weitester Volkskreise, der Verpflegungsnot sowie zufolge des sich steigernden Druckes der Feinde, der Anforderungen der Wiedergutmachung und der Kontrollkommissionen und furchtbarster Korruption blieb die Lage verzweifelt. So war wiederum mit Zustimmung der damaligen obersten Heeresleitung in Weimar der Schandpakt von Versailles angenommen, was mich unbeschreiblich tief traf und am 28.06.1919 von Vertretern des römischen Zentrums und der Sozialdemokratie unterschrieben worden. Nun sollte auch die Wehrmacht, für die ich schon vor dem Weltkriege so gerungen hatte, wie ich das in mein militärischer Werdegang eingehend gezeigt habe, allmählich auf 100.000 Mann verringert und es sollten sogar deutsche Offiziere und Mannschaften wegen sogenannter Kriegsverbrechen den Feinden ausgeliefert werden. Ich lebte damals in Berlin, in einer mir durch den mir aus der Kriegszeit nahestehenden Major von Treuenfeld vom Generalstabe zur Verfügung gestellten Wohnung. Meine Wohnungseinrichtung selbst stand noch auf irgendeinem Möbelspeicher, wohin sie von Straßburg, wo ich vor dem Kriege Brigadekommandeur gewesen war, während desselben gebracht war. Viele deutsche Menschen suchten mich dort in ihrer Not auf und ich blieb nun mit ihnen in Verbindung. Die Not des Volkes und mein Streben, Volk und Wehrmacht zu helfen, führten mich schließlich in das Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz vom 13.03.1920. Ich erlebte in ihm die ganze Unzuverlässigkeit von Mitgliedern des Offizierskorps, der sogenannten nationalen Kreise, darunter von Mitgliedern des Alldeutschen Verbandes und die Wankelmütigkeit weiter Volksteile. Ich spürte die Arbeit mir noch teilweise unbekannter Wühler und erlebte schließlich das Scheitern des ganzen Unternehmens. Und doch hätte es trotz des Versagens sogenannter Nationaler und der Vorbereitung auch noch glücken können, wenn in München General von Möhl und Ministerpräsident von Kahr, die in Bayern in Verbindung mit dem Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz am 13.03. die Macht ergriffen hatten, sich offen zu den beiden eben genannten gestellt hätten. Dann hätte wohl auch das Gruppenkommando in Kassel den Entschluss gefasst, sich ihnen anzuschließen. Die Einigkeit der höheren Kommandostellen hätten den Herren Kapp und von Lüttitz den Erfolg gesichert. Niemand hätte sich ihnen zur Wehr gesetzt. Ein Kämpfen von Reichswehr gegen Reichswehr war ausgeschlossen. Doch in München waren, wie ich heute klar sehe, schon Sonderbestrebungen am Werk. So konnte es kommen, dass die von General von Seeckt geführten Offizierskreise sich gegen General von Lüttwitz durchsetzten und ihn sowohl wie Geheimrat Kapp veranlassten, zurückzutreten. Tief und bleibend waren die Eindrücke, die ich gewonnen hatte. Sie waren mit dem Entschluss verbunden, nun auch den Urhebern der Wühlereien, die sich mir in den Kapp-Tagen so bemerkbar gemacht hatten, nachzuspüren. Es mussten die gleichen sein, die auch vom Zusammenbruch im Weltkriege die Nutznießer waren.
Nach den aus meinen Kriegserinnerungen wiedergegebenen Sätzen habe ich nach meiner Dienstentlassung am 26.10.1918 meiner Vergangenheit in der Vorkriegs- und Kriegszeit entsprechend ohne Verzug gehandelt und in ihrem Sinne gewirkt. Durch die ungeheure Hetze, die gegen meine Person aus Furcht vor ihr aufgeboten war, ließ ich mich nicht hemmen. Es wurde hingestellt, als wenn ich, der vor und im Weltkriege alles für die Möglichkeit eines Sieges getan hätte, schuld an dem Ausgang dieses Krieges wäre. Es musste dem Worte Rathenaus entsprochen werden: Es ist uns noch im letzten Augenblick gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu werfen. Ich kümmerte mich auch nicht um die Sabotage, der mein Wirken überall begegnete, und stellte bei meinem Handeln immer klarer und eindringlicher die Fragen, wie es denn wirklich dem Volke und dem deutschen Menschen, und um diesen handelte es sich für mich immer mehr, grundlegend zu helfen. Was ist ihnen anstelle von leeren Versprechungen zu geben? Wodurch können die Deutschen in ihrer Gesamtheit wieder wehrwillig werden und sich zu einem Volk zusammenfinden, dessen Geschick nie wieder durch einen Zusammenbruch, wie wir ihn im Weltkriege erlebt haben, gefährdet ist? Immer eindringlicher dachte ich dabei über die Frage nach, wie kam es, dass der Sieg dem deutschen Heere und dem deutschen Volke nicht wurde und mir aus der Hand gewunden werden konnte? In vielem sah ich hierüber klar, worin werde ich noch zeigen. Vieles war noch in Dunkel gehüllt. Ich war mir bewusst, dass ich mich auf Gebiete begab, in denen ich zu erforschen noch viel Einblick zu gewinnen hatte. Zeit war nicht zu verlieren. In dem ersten Teile des dritten Bandes meiner Lebenserinnerungen spreche ich eingehend über meinen Lebens- und Werdegang gleich nach dem Weltkriege. Aus dem Feldherrn wurde ein Weltrevolutionär, der einen Kampf führte, der eine noch größere weltgeschichtliche Bedeutung hat, als sie schon dem Weltkriege innewohnt. In diesem Lebens- und Werdegang kam ich auf dem Weg zur Feldherrenhalle in die Straßen Münchens. Ich muss die Leser zunächst zurückversetzen in jene Zeit der Revolution und des Zusammenbruches um die Jahreswende 1918-19 und zu Beginn des Jahres 1919. Der römische Erzberger hatte mit Zustimmung der obersten Heeresleitung den fluchwürdigen Waffenstillstand abgeschlossen. Im Westen standen die Feindtruppen in besetzten Gebieten und vergewaltigten deutsche Menschen. Im Osten war die Grenze aufgerissen. Der Pole war eingerückt, weiteres Gebiet sollte verloren gehen. Im inneren Deutschland herrschten Revolution und Chaos. Die verjudete Sozialdemokratie rang gegen die unabhängige, noch mehr verjudete Sozialdemokratie um die Macht. Das römische Zentrum fischte im Trüben. In Berlin fanden täglich Straßenkämpfe statt. Weite Gebiete Norddeutschlands und Bayerns waren in kommunistischer Hand. Arbeiter- und Soldatenräte herrschten überall. Das Heer wurde demobil gemacht. Bei der Berührung mit der Heimat verfiel es in großen Teilen sehr bald der Auflösung. Einige Truppenteile blieben zusammengehalten, Freikorps bildeten sich. Mit den Resten des alten Heeres und diesen Freikorps konnte wenigstens äußerlich die Ordnung hergestellt werden. Aber zufolge der verderblichen Absichten der sozialistischen Regierungen und der regierenden Parteien, der Zerrissenheit des Volkes, des unheilvollen pazifistischen Wirkens weitester Volkskreise, der Verpflegungsnot sowie zufolge des sich steigernden Druckes der Feinde, der Anforderungen der Wiedergutmachung und der Kontrollkommissionen und furchtbarster Korruption blieb die Lage verzweifelt. So war wiederum mit Zustimmung der damaligen obersten Heeresleitung in Weimar der Schandpakt von Versailles angenommen, was mich unbeschreiblich tief traf und am 28.06.1919 von Vertretern des römischen Zentrums und der Sozialdemokratie unterschrieben worden. Nun sollte auch die Wehrmacht, für die ich schon vor dem Weltkriege so gerungen hatte, wie ich das in mein militärischer Werdegang eingehend gezeigt habe, allmählich auf 100.000 Mann verringert, und es sollten sogar deutsche Offiziere und Mannschaften wegen sogenannter Kriegsverbrechen den Feinden ausgeliefert werden. Ich lebte damals in Berlin, in einer mir durch den mir aus der Kriegszeit nahestehenden Major von Treuenfeld vom Generalstabe zur Verfügung gestellten Wohnung.
Meine Wohnungseinrichtung selbst stand noch auf irgendeinem Möbelspeicher, wohin sie von Straßburg, wo ich vor dem Kriege Brigadekommandeur gewesen war, während desselben gebracht war. Viele deutsche Menschen suchten mich dort in ihrer Not auf und ich blieb nun mit ihnen in Verbindung. Die Not des Volkes und mein Streben, Volk und Wehrmacht zu helfen, führten mich schließlich in das Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz vom 13.03.1920. Ich erlebte in ihm die ganze Unzuverlässigkeit von Mitgliedern des Offizierskorps, der sogenannten nationalen Kreise, darunter von Mitgliedern des Alldeutschen Verbandes und die Wankelmütigkeit weiter Volksteile. Ich spürte die Arbeit mir noch teilweise unbekannter Wühler und erlebte schließlich das Scheitern des ganzen Unternehmens. Und doch hätte es trotz des Versagens sogenannter Nationaler und der Vorbereitung auch noch glücken können, wenn in München General von Möhl und Ministerpräsident von Kahr, die in Bayern in Verbindung mit dem Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz am 13.03. die Macht ergriffen hatten, sich offen zu den beiden eben genannten gestellt hätten. Dann hätte wohl auch das Gruppenkommando in Kassel den Entschluss gefasst, sich ihnen anzuschließen. Die Einigkeit der höheren Kommandostellen hätten den Herren Kapp und von Lüttwitz den Erfolg gesichert. Niemand hätte sich ihnen zur Wehr gesetzt. Ein Kämpfen von Reichswehr gegen Reichswehr war ausgeschlossen. Doch in München waren, wie ich heute klar sehe, schon Sonderbestrebungen am Werk. So konnte es kommen, dass die von General von Seeckt geführten Offizierskreise sich gegen General von Lüttwitz durchsetzten und ihn sowohl wie Geheimrat Kapp veranlassten, zurückzutreten. Tief und bleibend waren die Eindrücke, die ich gewonnen hatte. Sie waren mit dem Entschluss verbunden, nun auch den Urhebern der Wühlereien, die sich mir in den Kapp-Tagen so bemerkbar gemacht hatten, nachzuspüren. Es mussten die gleichen sein, die auch vom Zusammenbruch im Weltkriege die Nutznießer waren.